Brüllträger, was soll denn da, da haben Sie eine Prothese drin lassen. Am zahnlosen Kiefer, nein, nein, ich habe natürlich keine Prothese drin lassen. Ja, da haben Sie die Unterkieferzähne noch drin. Bloß waren die Unterkieferzähne nicht im Knochen, sondern wie ich das Bild befunden hatte, dachte ich, da ist ein, eine Prothese im Mund. Da gingen die Zähne im Zahnfleisch drin und alles war alter. Der ganze Kiefer war alter. Das sind ganz liebe Leute, gell, die mir ewig Briefe schreiben, sie verdauen kein Bohnenkaffee. Und bei der Bohnenkaffee gibt es immer mal das durchsichtige Gesetz. Der Bohnenkaffee ist ideal zum Entgiften, weil der mobilisiert die Gifte lieben Dank aus der Leber. Und natürlich werden die dann wieder im Darm aufgenommen. Mhm. Aber ich habe Ihnen für die kommende Krise, Sie ahnen ja noch nicht, was auf Sie zukommt, so ein Set gemacht, das heißt Krisenset. Da ist drin ein Tütchen mit Kohle, ein Tütchen mit Zink, und zwar das Zitrat, das ja am besten verträglich ist, und Koffein. Und jeweils ist beschrieben, ist ja alles im Internet, heißt Krisenvorsorge, Medizin, Taschenset für Probleme der Essensbeschaffung. Das, was Sie früher an Freizeitvergnügen hatten, haben Sie in den nächsten Jahren dann, wenn es ansteht, um Ihr Essen, und da natürlich viele kollabieren, und da beißen wir Ihnen das Set helfen, und das habe ich so klein in einem großen Tütchen, sodass das ja von der Post mit 90 Cent locker geht und verkauft wird für 30 Euro. Das hat sich dann wieder. Also sind die ganz toll. Und Koffein ist irrsinnig wichtig für die weitere Entwicklung, auch für die Hirnfunktion. Ich habe sehr viel über Koffein geschrieben, denn meine Eltern haben ja Koffein seit jeher in der Medizin angewandt. Gerade wenn die Alten so unruhig werden in der Nacht, heute kriegen sie ein Gift, sodass dann möglichst schnell dann sterben, das nennt man heute halt Alzheimer-Medikament. Das ist eigentlich nichts anderes als Alternative. Aber wenn sie wollen, dass die überleben, die Alten, und sich bessern, dann ein Koffein. Weil ist Koffein die Hirnfunktion, irrsinnig fördert. Und wer Koffein nicht verträgt, ist einfach los. Und wie gesagt, bei denen, was die Zähne aus weiter, ich habe natürlich getrunken, wie immer, wenn ich sowas höre, ich bin jahrelang davon ausgegangen, dass ich zahnlos bin und nicht, dass die Eiterzähne konserviert. Was natürlich viele gern haben, sowohl Dr. Greger lässt gern was drin, weil dann ist man ja Privatpatient, ganz sicher. Und die Zahnlabor sind ganz begeistert, weil wenn sie noch einen Zahn drin haben oder wenn es drei Zähne sind, ich habe jetzt einen Fall gehabt, den jüngsten ins Internet geschrieben, Prothese beim Huber kostet oben und unten je 500 Euro, wenn sie aber noch 3 Zähne stehen lassen, dann kostet es zusätzlich 1500 Euro und dann ist man ja Privatpatient. Sobald sie einen Zahn im Kiefer drin lassen, sind sie nicht mehr Kassenpatient, sondern Privatpatient und jeder stellt sich natürlich an. Und dann verlangen also auch die Zahnarzt, aber die Prothese hält besser, wenn die so schmarrn, ich habe gesagt, 15 Jahre keine Unterkieferzähne drin, ich habe noch nie Unterkieferzähne gesagt. Oder haben Sie es gemerkt? Leiden Sie drunter. Ich nehme, ich mache es so, dass es mir gut geht. Ja. Und von der Seite, die braucht man überhaupt nicht. Ich esse mir jede Schwänzack ohne Unterkieferzähne. Gern, schnell, wahrscheinlich schneller als die. Und warum das Theater? Bei uns sind wieder sinnige Entscheidungen immer abhängig vom Geld. Sie müssen bloß überlegen, wer das Geld kriegt, aber nicht, ob es sinnvoll ist. Also, wenn man was hatte am Körper, ist jetzt schon lange nicht mehr leben, schon längst, die erste Anzeige ist schon knapp überlebt. Ich war mein Leben lang tot, wenn ich mit 9 Lebensjahren sterben sollen, ist das, hat das schon gut. Also wie gesagt, diese Schätze kriegen Sie immer noch, solange es mich noch gibt. Und nicht mehr sehr lang, ja. Und insofern gesehen, zu lange, wo es geht.
aber das hilft dem. Und viele haben jetzt versucht, das in der Apotheke zu bekommen, dessen Zuschuss und so. Also da verdient man nicht. Und der Apotheker macht ja nur Dinge, wo zu aller mindestens 60% Reinrendite hat. Also wenn das Set in der Apotheke kaufen, unter 100 Euro kriegen sie es. Und heute kriegen sie es nur um 10% weniger, weil die Kosten und die sind sehr sparen. Ja, vielen Dank, das war's gewesen. Ich hätte noch eine Frage, ja. Warum in Impfstoffen Metalle drin sind? Ja. Zur Stabilisierung. Ah ja, okay. Eigentlich zur Desinfektion. Und vorne ist zur Desinfektion und das Aluminium zur Stabilisierung. Das ist ein alter Hut. Und da war früher wieder sehr viel drin. Und wahrscheinlich waren die Impfstoffe zur spanischen Grippe bakteriell verseucht. Man hat das doch richtig gucken können. Und wie gesagt, das sind nur die gestorben. Ich kann das nicht sagen, okay. Ich habe das aus der Literatur. Aber man weiß ja auch bei den alten Literaturen nicht so recht, ob das stimmt. Aber die Aufgabe ist es, weil nur die Jungen gestorben. Und Grippekranke sind nicht die Jungen. Grippekranke sind die Alten. Was man total aus den offiziellen Kanälen hört, bezüglich Schweinegrippe, das ist wirklich das reine Chaos. Schweinegrippe ist kein reine Chaos. Na, wenn es ein Flock wird, gibt es die Ameisen. Ja, oder Maulwurm husten oder so. Also, ich habe Ihnen ja lustige Sache ins Internet geschrieben. In Thüringen hat ein stark vermummter Feuerwehrmann zwei Ärzten die Meldung überbracht, sie müssen sofort die Praxis für 8 bzw. 14 Tage schließen, denn sie haben einen Rachenabstrich ohne Mundschutz genommen. Und das ist ein Verstoß gegen Pandemiegesetz, worauf die Ärzte dann an die Tür geschrieben haben, wenn sie Fieber haben oder was, läuten sie bitte dreimal, dann kommen wir vom Mund an die Haustür. Und ich meine, letztendlich können die, wenn einer sagt, ich habe Fieber und habe Grippe, dürfen in der Praxis nicht empfangen. Sie müssen sich wieder schnell ins Taxi setzen und den Gesundheitsamt fahren. Ich glaube, ich hätte vielleicht noch eine gute Frage, auch wenn das jetzt etwas unangenehmer ist. Was ist im Ei da drin? Sind da auch Giftstoffe drin, die der Körper versucht rauszubekommen? Oder? Schauen Sie, Ei ist dasselbe drin, was in der Leiche drin ist. Leichengift, also. Eiweißstoffe, alles, was Sie sich vorstellen, wahnsinnig viele Bakterien, viele weiße Blutkörperchen. Weil da habe ich auch länger im Internet danach gesucht und da gibt es keine Informationen so richtig dazu. Im Alter sind 700 Bakterien, doch, die haben sie mal selber eingesetzt. Ich habe mal vom Shivar noch die Liste aller Eiterbakterien. Und die haben wir mal im Internet. Das weiß ich noch, ja, stimmt. Das ist alles drin, was immer. Schauen Sie mal die Überschrift, da tun wir da vielleicht noch was finden, da Tuchüberschrift drüber machen. Vielleicht auch drüber schreiben oder dasselbe nochmal oder vom Weißer. Was ist im Eiter drin? Auftrag. Ich denke dran. Was ist im Eiter drin? Da haben wir uns viel Mühe gemacht, gell? Ich weiß noch genau, der hat es im Internet bei sich, bei den Befundungen. Wenn da irgendwie grüne Bakterien und Spitzchen kommen, dann kommt, was man dagegen macht, dann ist ein bisschen außen. Computer und man konnte das nicht rausziehen, hat man das Papier denkt. Und das haben sie eingesetzt. Sie haben das eingesetzt. Ganz, ganz große Leistung. Im Kiefer sind 700 hochgefährliche Bakterien. Und unter jedem kann er anders. Ja, wir haben einen Fall, ich weiß genau, wer das ist, der in den ersten Schritten alle Eiterbakterien, die unter den gezogenen Zellen waren, sind bei Wappen.
Ist es eigentlich nur das Koffein, was so hilfreich ist? Das Koffein verhindert